Hey Leute, was geht? Kani hier bei Spielmaps und Games und Leute, willkommen zu einem neuen The Sims 4 Video. So, und heute wird es wieder Zeit, eine bekannte Persönlichkeit zu erstellen. Und ihr habt es natürlich schon gesehen, Soy Luna. Soy Luna werdet ihr wahrscheinlich kennen viele. Wir haben auch schon ein paar Apps getestet. Die Nina hat die Soy Luna App getestet. Und heute dachten wir uns mal, weil die Soy Luna so beliebt ist bei euch. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sorry, falls nicht. Versuchen wir mal in Sims 4 Soy Luna erstellen. Oder zu erstellen. So, wir erstellen sie mal nicht als Kind, sondern als Teenagerin, weil da haben wir mehr Möglichkeiten einfach. So, wie soll sie denn gehen? Ich glaube, Rollschuhe gibt es hier nicht. Und ein gruseliger Gang nicht unbedingt. Das auch nicht. Was passt denn am meisten? Das nicht, auch nicht. Selbstbewusster Gang? Nein, vielleicht auch nicht. Standard nicht, aber ein femininer Gang. Vielleicht dann zu ihr. So, das ist natürlich noch nicht Soy Luna. Ich hoffe, ich werde sie treffen. Sie hat natürlich verschiedene Outfits an. Na, über Soy Luna brauche ich euch jetzt nicht viel zu erzählen. So, gucken wir ihr doch. Aber sie kann, glaube ich, auch singen. Bleiben wir mal da. So, wähle ein Bestreben. Beliebtheit vielleicht? Kein guter... nein. Was gibt es hier nicht irgendwie? Musikalisches Genie? Sollen wir da vielleicht... Dieses Sim möchte ein Profi- und Songschreiberin werden. Nein. Was mache ich denn da? Buddy... Nein, das eigentlich auch nicht. Machen wir mal Kreativität und Musik. Vielleicht passt das ja. Falls nicht, tut es mir wirklich ein bisschen leid. So, okay. Aktiv auf jeden Fall. Das machen wir. Und ist vielleicht eine Musikliebhaberin. Ne? Okay. Alles klar. Damit hätten wir... Achso, ich muss auch noch den Namen eingeben. Soy Luna. Die sind ja nach Argentinien gezogen, weil die da ein tolles Jobangebot haben. Das habe ich zumindest gesehen. Und dann ist sie da auf der Rollschuhbahn Jammed Roll. Ich weiß gar nicht, gibt es Rollschuhe hier? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine nicht, Leute. Vielleicht geben wir ihr dann so welche Schuhe, die dann so ein bisschen aussehen wie Rollschuhe. Aber ich meine nicht. Das tut mir echt leid. Aber hier vielleicht? Nee, auch nicht. Ja, gut. Okay. Hier, das passt ja auch noch nicht. Ne, das Gesicht. So, die Haare auch nicht. Die hat, glaube ich, so eher dunkelbraune Haare. Und lange offene. Das sind ja lang. Also, klar, zwischendurch trägt sie sie auch zu, glaube ich. Aber... Ich glaube, okay, das wollte ich eigentlich jetzt nicht direkt machen. Und Dings auch. Okay, schauen wir uns nochmal die Haare an. Haare. Also es waren lange Haare, hatten wir gesagt, ne? Vielleicht die hier? Nein, natürlich nicht. Sorry. So, lange Haare trägt sie meistens offen. Ist das denn schon... Also sie hat so ein bisschen lockig eigentlich auch. Vielleicht sowas eher... Ich glaube, sowas schon eher, oder? So, ein bisschen so. Okay. Okay, was geben wir ihr dann für ein Outfit? Also, ich glaube, sowas hier eher. Also machen wir auf jeden Fall keinen... also fangen wir mit den Schuhen an. Sollen wir ihr so welche Schuhe geben? Ich weiß nicht, ob das... Sind das passende Schuhe? Ich weiß es nicht. Weil die sehen ein bisschen aus wie Rollschuhe. Deswegen dachte ich mir das vielleicht. Na? Gut, dann bleiben wir mal... Also Ohrringe können wir ihr ja gerne geben. Und auch so Armbänder. Vielleicht so was hier. Wobei, wir fangen vielleicht mal oben an. Also einen vorgefertigten Look werden wir auf jeden Fall nicht machen. Sondern eher sowas hier. Könnten wir hier so einen Top eigentlich geben. Ich finde das eigentlich nicht schlecht. Oder wir machen so ein cooles T-Shirt vielleicht. Ich weiß es nicht. Sowas, passt das? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht sowas? Ich weiß nicht. Also sie hat ja verschiedene Outfits an, aber was ist denn so typisch? Das wüsstet ihr jetzt wahrscheinlich schon viel besser.
Ne, ich glaube, wir bleiben. Ich meine, vielleicht. Also, ein Rock auf jeden Fall. Die Strumpfhose, die kann eigentlich. Ich verstehe nicht, warum sie jetzt noch dieses Ding hier hat. Können wir das nicht irgendwie entfernen? Ach so, so. So ein Nein. Ich denke eher so ein. Und dann vielleicht eher in so einer Farbe. Oder sowas eher. Ja, ich glaube eher sowas. Oder? Nein, so. Aber dann vielleicht in so ein bisschen flippigeren Farbe. Ja, das vielleicht. Wir brauchen jetzt aber auf jeden Fall noch ein besseres T-Shirt. Vielleicht sowas? Meint ihr, sowas passt, Leute? Ist das Soy Luna? Ich weiß es nicht. Das wisst ihr wahrscheinlich viel, viel besser. Sie braucht auf jeden Fall. Wir bleiben mal vielleicht, wenn wir jetzt nichts. Oder das. Das gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Ich weiß nicht wieso, aber das gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Deswegen bleiben wir hierbei. Es gibt auf jeden Fall aber ein paar Accessoires. So, vielleicht. Sowas. Und dann rechts. Mal vielleicht rechts eher sowas. Okay. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein typisches Soy Luna Outfit ist, aber ich habe es mal versucht. Ich habe mir ein paar Bilder angeguckt, aber ihr könnt das natürlich noch besser. Ringe vielleicht auch noch. Hier sowas. Was ist denn mit den Ohrringen? Da muss es doch auch was geben. Accessoires. Hier. So, aber welche? Ich glaube nicht allzu, obwohl wir sehen sie sowieso nicht. Eine Brille, Tresen, vielleicht eine Kette. Vielleicht sowas hier. Oder sowas vielleicht eher. Ein bisschen Make-up. Puh, ich weiß es gar nicht. Ein bisschen vielleicht. Ja. Nicht allzu viel. Das ist schon wahrscheinlich wieder zu viel. So vielleicht eher. Gesichtsbemalung eher nicht. Okay. Vielleicht so? Ich weiß es nicht, Leute. Ist das Soy Luna? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ist es gelungen? Ist es nicht so gelungen? Was würdet ihr denn für ein anderes Outfit sonst wählen? Sie hat doch verschiedene Outfits, oder? Ich würde das jetzt vielleicht so als typisches, das sollen die Rollschuhe sein. Ich weiß, sind sie nicht, aber vielleicht ja doch. Ne? Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Und wenn es euch gefällt, einen Daumen runter. Lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal, Leute. Ciao!